Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist Ostersonntag, der 1. April. Gerne möchte ich euch aufzeigen, worauf es bei einem guten Sprachkurs ankommt. Er soll lehrreich, kreativ und abwechslungsreich sein. Am besten ist es, wenn die Schüler beim Deutschlernen Spaß haben und die Sprache so nebenbei erlernen. Hierzu habe ich das perfekte Beispiel. Mein Hund Campino ist zur Freude aller Schüler sehr oft in meinem Deutschunterricht dabei. Dabei schläft er friedlich in seinem Täschchen. Und siehe da, selbst Campino bellt mittlerweile in fließendem Hochdeutsch. Er hat die Sprache sozusagen im Schlaf gelernt. Tschüss!